I wanna fly away, where there's no TVs and the people don't know my name. Hallo meine Hübschen, ich möchte euch ganz herzlich zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir begrüßen, wie ihr bestimmt schon oben im Betreff gelesen habt. Und zwar, schaut her, eine ganze prall gefüllte Tüte wartet wieder auf euch. Und ja, red mal gar nicht lang rum, ich hätte gesagt, ich greife gleich mal wild in die Tüte rein und fange ja mit dem ersten Produkt, mit einer Handseife von Balea fange ich an. Und zwar, das war die Cremeseife Himbeere und Zitronengras. Den Duft fand ich sehr, sehr gut. Die Pflegewirkung war okay, die sind ja mega günstig und ich muss sagen, die kaufe ich eigentlich immer wieder mal nach, wenn mich hier ein Duft anspricht. Und ja, die kann ich euch wirklich empfehlen, der Duft war echt lecker, also der war echt, echt gut. Aber ja, muss man auch immer mal ein bisschen durchwechseln und die ist jetzt leer gegangen. Und ja, wenn wir gleich dabei sind, es ist noch eine zweite Handseife leer geworden. Und zwar, das ist diese hier auch von Balea, von auch diese Cremeseife Papaya und Buttermilch. Der Duft war auch sehr, sehr lecker. Hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen als der andere. Und die würde ich auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. Also den Duft fand ich wirklich sehr, sehr lecker. Was auch leer gegangen ist, ist ein Duschgel. Bestimmt nicht nur ein Duschgel, ihr kennt mich, ich bin alter Duschgel-Junkie. Und zwar leer gegangen ist von Balea das Duschgel Tropical Sunshine. Das war die LE vom Sommer mit Orange und Mango-Duft. Lassen wir mal kurz dann riechen. Ja, also der Duft war gut. Ich muss sagen, ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen und ich habe auch im Sommer vor lauter, also da gab es ja noch dieses Pinke und das Lilane und ich war ja so auf dieses Pinke fixiert. Ich habe das so gemocht und habe mir das ständig nachgekauft. Ja, da ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten und deswegen auch erst jetzt leer geworden und der Duft war gut, aber ich muss sagen, ich würde es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Pflegewirkung wie immer, also die Balea sind ja alle gut. Preis-Leistung haben wir mäßig, aber wie gesagt, ich würde es mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich muss immer ein bisschen nach unten gucken, ich habe heute den Simba nicht rausgesperrt. Der hat sich nicht raussperren lassen und ich hoffe, er schmeißt mir die Kamera nicht um, also meine kleine Katze. Ist ein alter Raudi, wie ihr wisst und ja, aber bis jetzt ist er brav. Wenn nicht, muss er doch raus. So, dann ist von meinem Freund ein Deodorant leer geworden und zwar von Rexona Man, das, wie heißt es, Adrenalin. 48 Stunden, Sport Defense, Antitranspirant. Ja, auf jeden Fall ist es dieses hier und der Duft war mega gut. Ja, also das würde ich meinem Freund auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich habe den Duft dermaßen geliebt, also der war schön intensiv, kräftig, männlich. Also kann ich euch nur empfehlen. Also das Deo hier, also er fand es auch sehr gut. Und das kann ich euch echt an Herz legen. Also das schnuppert so gut wie ein Parfüm, also yummy, yummy, sehr, sehr gut. Dann ist auch von mir natürlich ein Deo leer gegangen und zwar auch ein Rexona. Also ich liebe die Rexona Deos. Und zwar mein allerliebstes, das Shower Fresh, das steht immer in meinem Badezimmer. Also auch jetzt steht es natürlich wieder dort. Das nehme ich immer, immer, immer. Das ist aber mit Aluminiumsalzen. Stink ihn rein, komm ab. Sorry, Katze wollte gerade hochspringen, jetzt wird alles umgeschmissen. Ja, also das mit Aluminiumsalzen gibt es aber jetzt auch ohne. Also wer darauf achtet, guckt mal. Der Duft ist so lecker. Oh, wie frisch geduscht. Also, ach ja, ich liebe diesen Geruch und deswegen würde ich das auch immer, immer nachkaufen. Dann ist noch ein weiteres Deo leer gegangen und zwar von Darf. Ein Go Fresh Deo mit dem Duft von Kurkuma, also Gurke und grüner Tee. Und das riecht sehr, sehr gut, aber ich muss sagen, es hat leider auf meiner Haut gebrannt. Und ich glaube, das sind auch Aluminiumsalze drinnen. Ja, aber das hat mir wirklich unter den Achseln gebrannt. Also das würde ich mir aufgrund dessen nicht mehr nachkaufen. Der Duft ist leider mega gut. Ich mag den Duft total gerne, also wirklich so frisch. Ach ja, der Duft ist wirklich Hammer, aber es brennt mich zu arg. Also ich mag das nicht, wenn der Deo unter den Armen brennt. Also das kann ich überhaupt nicht haben, deswegen leider ist nur der Duft gut und ja, ich vertrage da drin irgendwas nicht. Schade. Dann ist ebenfalls leer gegangen eine Handcreme und zwar vom Yves Rocher. Schöne Hände. Ja, langanhaltende Feuchtigkeitscreme. Ohne Parabene. Ja, also habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag vom Yves Rocher. War zufällig in Nürnberg und habe mir die dann abgeholt.
Ja, also der Duft war nicht so, habe mich nicht so umgehauen, aber die Pflegewirkung war sehr, sehr gut. Also wenn ihr eine gute Handcreme, eine pflegende für trockene Haut sucht, also die ist wirklich gut. Also die hat mir bei meiner Neurodermitis wirklich sehr, sehr gut geholfen. Ich würde sie mir jetzt nicht nachkaufen, weil ich es extra bestellen müsste oder nach Nürnberg reinfahren. Und ja, also wie gesagt, ich fand sie gut als Geschenk, war sie klasse. Aber ja, ich muss sie mir jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Dann ist noch eine Dusche leer gegangen, und zwar diese hier, die frische Energiedusche für jeden Tag von Balea. Hat mich vom Duft ziemlich angesprochen, muss aber dann sagen, dass es mir nicht gefallen hat. Also die Pflegewirkung war so lala, und ja, der Duft ist mir auch relativ schnell auf die Nerven gegangen, und ich bin sehr, sehr froh, dass die große Pulle jetzt leer ist, weil da waren halt wirklich 500 Milliliter drinnen. Das ist, ihr seht es im Vergleich zu meinem Kopf, so eine riesen Pulle. Und ja, also ich bin dann doch wirklich froh, dass es jetzt leer ist. Dann ist auch noch eine meiner allerliebsten Duschen leer geworden. Oh, ich sehe gerade, da hängt ein Haar. Ups. Ja. Und zwar diese hier, die ist von Sien. Das ist die Eigenmarke von Lidl. Das Duschgel Lemon Kick für Haut und Haar. Also ich nehme es nur als Duschgel, für die Haare auf gar keinen Fall. Aber der Duft. Ja, muss ich unbedingt nachkaufen. Wenn ich sechsmal beim Lidl bin, muss ich das unbedingt wiederholen, was einfach so gut ist. Also der Duft, Leute, hammermäßig, also mehr als gut. Und würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ab jetzt. Mensch, Simba. Es tut mir leid, aber der will unbedingt hochhupfen. Naja. So ist es mit Katzenbabys, ne? Dann ist auch noch leer gegangen hier ein Duschpeeling, Buttermilk and Lemon für ein zartes Hautgefühl, eine Limited Edition. Ja. Also die Peelingkörner an sich fand ich wie immer sehr, sehr gut. Aber der Geruch, ja, brauche ich jetzt nicht nochmal. Also ich würde es nicht nachkaufen. Aber ich habe mir, aber das zeige ich euch jetzt dann. Ich war vorher noch beim DM shoppen. Und der Haul kommt dann auch gleich noch. Also dieses würde ich mir jetzt nicht mehr nachkaufen. Dann ist noch leer gegangen eine Duschcreme, und zwar von Pure, die Milch- und Kokosdusche. Mag ich eigentlich gerne, aber ich muss sagen, der Duft ist mir jetzt auf die Nerven gegangen. Warum, kann ich nicht genau sagen. Ja, also irgendwie. Simba, hör auf jetzt. Komm, Schatzi. Sei jetzt brav. Also, die von Pure, also das ist die Eigenmarke von Netto, finde ich an sich ziemlich, ziemlich gut. Aber ja, wie gesagt, So, der meine Duft hat Lieben, mich. es tut mir leid, jetzt hat er es doch geschafft und hat die Kamera umgeworfen. Jetzt habe ich ihn rausgesperrt, jetzt habe ich Ruhe. Also, ich bin stehen geblieben bei diesem Pure-Duschgel, also bei der Duschcreme. An sich kann ich euch die wirklich empfehlen. Ich finde die mega gut, nur irgendwie ist mir jetzt der Geruch auf die Nerven gegangen. Ich weiß nicht, warum, also auch jetzt gefällt es mir irgendwie nicht so. Aber die andere Wasserlilie ist mega gut. Dann gibt es noch so ein Orangenes. Das ist auch sehr, sehr lecker. Also die würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Und ich denke, das ist halt so ein Duft, den mag ich nicht immer nur ab und zu. Und im Moment sagt er mir einfach nicht so. Aber schnuppert mal dran. Also der riecht wirklich angenehm nach Milch und Kokos, so wie es drauf steht. Dann geht's weiter mit Reinigungstüchern. Und zwar die Reinigungstücher hier sind leer gegangen. Und zwar, das war NLE, Summer Garden, jeder Hauttyp. Die waren natürlich vom Design her total süß und schnuffelig. Der Geruch war okay. Ja, ich kaufe mir die halt, weil es NLE ist. Und ja, ich mag die Tücher eigentlich, muss ich sagen, leider wirklich nicht so. Ich mag einfach die vom BB lieber, die blauen. Also, die sind einfach am allerbesten. Aber zwischenrein nehme ich halt ganz gerne welche mit anderen Duft. Und die probiere ich immer gern aus. Und das war auch hier so. Der Duft war okay, war was anderes. Aber jetzt das gleiche würde ich mir nicht mehr nachholen. Dann ist noch eine weitere Dusche leer gegangen. Und zwar eine von Aveo. Just Lovely heißt das Ganze. Er frischt die Haut. Tut allen niedlich hier mit den Vögelchen drauf. Hat es so einen süßen. Ja, einen sehr süßen Duft fand ich aber gut. Also, die habe ich sehr gern genommen, obwohl es sehr süß und aufdringlich war. Aber ich habe sie wirklich bis zum Ende sehr gern benutzt. Und ich finde die Pflegewirkung von diesen Aveo-Duschen sehr, sehr gut. Also, würde ich sogar sagen, besser als Balea, muss ich echt sagen. Und die Designs finde ich auch fast noch immer schöner als von Balea. Also, kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr mal bei Müller seid, schaut euch die mal an, die Aveo-Duschen, gell? Dann
dann sind Feuchttücher wie immer leer gegangen, und zwar von Tushue. Das ist die Eigenmarke von Lidl. Das sind ja neben meine blauen Tücher von Thomas Philips, die allerliebsten. Und ja, die kann ich euch wirklich empfehlen und ans Herz legen. Und ja, die sind schön feucht, haben einen super Geruch, sind super schön reißfest. Also die sind wirklich sehr, sehr klasse. Dann ist ein Mundwasser leer gegangen, und zwar diese hier von Dentalux Sensitiv. Spürbar bessere Mundhygiene. Ja, die war gut. Ich glaube, das ist die vom Lidl. Der Geschmack ist angenehm, mild. Und ja, die kann ich euch wirklich empfehlen und ans Herz legen. Und die kaufe ich auch immer wieder nach. Dann ist eine Zahnpasta leer gegangen von Perlodent. Und zwar die Cool Apple Kiss. Das war eine LE. Jetzt gibt es so eine tropische, glaube ich, bei. Ach Mensch, habe ich gesehen, ich muss mir die unbedingt holen. Da bin ich auch sehr neugierig drauf. Die war bestimmt noch vom Sommer oder so. Ich hoffe, die gibt es noch. Also ich hatte die noch, da hatte ich noch Backups. Und die mag ich total gern. Also die war so gut. Also der Geschmack, den kann ich euch wirklich empfehlen. Schade, dass es eine LE war. Also wenn es die immer geben würde, würde ich mir die auch immer nachkaufen, weil ich die wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut finde. Ja, schade. Ja, aber ich glaube, ich habe noch eine oben. Ich hoffe, das war nicht beim Backup. Aber ich kann es euch gar nicht genau sagen. Wir hoffen einfach mal. Dann ist noch eine weitere Seife leer gegangen, und zwar eine Küchenseife von Aveo. 3-in-1 Küchenhandseife, geruchsneutralisierend. Ja, diese Seifen nehme ich eigentlich überall damit, wo ich bin. Egal ob Müller, DM oder Rossmann, wo ich gerade bin und eine brauche, nehme ich die mit. Ich finde die eigentlich alle gut vom Geruch her. Ja, also sie sind alle gut. Ach, ich sehe, da ist noch ein Deo leer gegangen, und zwar die kleine Größe, die Handtaschengröße. Also ich habe auch von meinem Lieblingsdeo natürlich immer in der Handtasche auch eins, und zwar das sind diese kleinen. Ihr seht, Shower Fresh, ja auch wieder mit Aluminium, Salzen, ja, also die ist einfach mein Lieblingsdeo. Ach, der Duft ist so wie frisch geduscht, also das ist wirklich hammermäßig, schnuppert mal dran. Ja, dann ist hier noch von Soy eine Bodylotion leer gegangen, und zwar die Erdbeer- und Kokosduft. Die war okay, aber ich würde sie mir jetzt nicht nachkaufen vom Duft. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die riecht. Ja, erdbeerig, aber bleibt mir jetzt nicht im Sinn. Und ach, ich habe so viele Bodylotions nach oben, also die war okay, aber ich würde sie mir jetzt nicht nachkaufen. Aber ihr könnt mal dran schnuppern und schaut es euch an, also die war schon ganz gut. Preis-Leistung war echt okay. Dann ist eine Spülung leer gegangen, und zwar diese hier von Garnier Natural Beauty. Balsamspülung, Vanillemilch und Papayamark, und das ist ja eins von meinen allerliebsten. Ich habe immer ein Shampoo, dazu brauche ich zwei Spülungen. Shampoo steht in der Dusche mit der zweiten Spülung, die erste ist leer. Und ja, der Geruch ist einfach, riecht da dran. Oh, der riecht so gut und erinnert mich so an meine Kindheit, und ja, macht die Haare so toll. Also ja, kann ich euch nur empfehlen. Und schnuppert mal dran. Schaut euch die mal an. Die ist echt nicht teuer. Gibt es beim DM. Und absolute Schätzchen. Also die würde ich euch echt ans Herz legen. So sieht die aus. Ja. Dann kommen wir wieder zum letzten Teil aus meiner Tasche. Dann ist sie leer. Und zwar noch eine Spülung ist leer gegangen. Und zwar diese hier von Pathen Pro V. Und zwar die Aqualight-Pflegespülung. Fand ich früher mega gut. War dann Thomas Philips und habe gesehen, die gibt es noch, und habe mir gedacht, ach, die nimmst du mit, und ich war sehr enttäuscht. Also würde ich mir jetzt nicht mehr kaufen, finde sie jetzt nicht mehr so gut. Entweder die hat sich geändert oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich nur gute Erinnerungen dran, und dann war ich so enttäuscht, wo ich sie jetzt wieder verwendet habe. Also jetzt kann ich sie euch leider nicht mehr empfehlen, und deswegen kaufe ich sie mir nicht nach, und jetzt wandert sie in den Müll. So, meine Lieben. Tüte ist leer, kann nächsten Monat wieder neu befüllt werden. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ein paar Produkte gefunden, die euch interessieren und die ihr vielleicht nachkauft zum Testen. Würde mich interessieren, schreibt mir in die Kommentare ein bisschen was. Lasst mich dran teilhaben an euren Produkten, an euren Tests und was ihr so dazu sagt. Gerne auch ein paar Empfehlungen, was ihr gerade so aktuell bei DM ganz gut findet. Ich bin da jederzeit offen dafür, oder auch bei Müller oder beim Rossmann. Also egal, wo ihr einkaufen geht, in welche Drogerie auch immer, erzählt es mir, was gerade gut ist und was man so haben sollte. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut, ich hab euch lieb, eure Sarah. Ciao!